In diesem Video verrate ich dir alle exakten Schritte, die du benötigst, um mit Pinterest online Geld verdienen zu können. Und das Ganze ohne Startkapital. Ich werde dir jeden einzelnen Schritt hier zeigen, welche Plattformen, welche Programme du verwenden kannst, damit du da eben Geld verdienst, wie wir mit Pinterest solche Pins erstellen, damit die auch gefunden werden, was du überhaupt für Pinterest wissen musst, um darüber Traffic zu generieren, plus noch, wie wir die künstliche Intelligenz mit integrieren können, damit auch du dir nochmal Arbeit ersparen kannst. Das alles werden wir hier in diesem Video behandeln. Sei auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dabei, damit du auch wirklich jeden einzelnen Schritt mitbekommst und weißt, wie du das Ganze nachmachen kannst. Weil wenn du einen Schritt auslässt, kann es sein, dass es bei dir nicht funktioniert. Natürlich zeige ich dir, wie du mit eben 50 Euro, 100 Euro oder mehr am Tag mit Pinterest verdienen kannst. Das ist eine ziemlich geniale Strategie, weil dafür brauchst du eben kein Geld. Das heißt, es geht ohne Startkapital und du kannst es von überall aus machen. Das heißt, auch mit deinem Smartphone kannst du das Ganze machen. Alles, was du brauchst, werde ich dir hier in diesem Video zeigen und du wirst in der Lage sein, alles ganz genau nachmachen zu können. Wir werden hier ganz detailliert jeden einzelnen Schritt behandeln. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal direkt einsteigen. Hi, Servus, der Eugen von Income Butler hier. Und wenn du für online Geld verdienen und passives Einkommen interessierst, sollst du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Nach mir so benachrichtigt uns dreimal die Woche richtig spannende Tutorials, Anleitungen, Tipps und Tricks zum Thema online Geld verdienen gibt und auch die ganzen Schritte, wie du das Ganze nachmachen kannst. Warum überhaupt Pinterest als Plattform? Du siehst hier, im vierten Quartal 2022 haben wir hier 54 Millionen User, die monatlich aktiv waren. Ja, das siehst du auch hier. Wir haben sehr, sehr viele Nutzer auf dieser Plattform. Auch weil auch wenn es hier rückläufig war, hast du gesehen, im letzten Quartal letzten Jahres 2022 hatten wir 54 Millionen, das heißt, es ist wieder gestiegen, die Nutzung von Pinterest. Ja, 67% der Pinterest-Nutzer sind weiblich, was natürlich auch ziemlich cool ist, für bestimmte Nischen, die sehr interessant sind. Und die meisten sind hier zwischen 18 bis 44 Jahre alt und die größte Gruppe sind hier sogar 25 bis 34, ja. Heißt, die Nutzer, die drauf sind, sind also zu 84% zwischen 18 und 44 Jahre. 25 bis 34 sind hier noch 51%. Das heißt, mehr als die Hälfte ist extrem kaufkräftig und allgemein ist das die kaufkräftigste Zielgruppe überhaupt. So viele sind Mütter drin, und zwar 30%. 30% sind auch Millennials. Also sehr, sehr spannend. Genau aus diesem Grund Pinterest. Wenn wir jetzt hier auf Pinterest gehen und geben wir zum Beispiel jetzt hier Hochzeitsdeko ein. Ja, einfach mal, weil jetzt dann ist die Hochsaison für Hochzeiten ist im Mai, Juni, Juli, aber auch schon im April zum Teil, aber gerade Mai, Juni, Juli, August, September sind der Höhepunkt für Hochzeiten. So, wenn man jetzt hier Hochzeitsdeko eingeben würde, dann würde viele, viele Sachen hier erscheinen. Auch meine Frau hat sehr viel auf Pinterest Zeit verbracht, um das Thema Hochzeitsdeko zu suchen und dann auch ein paar Sachen gekauft. Ja, und Ideen gesammelt. Aus diesem Grund ist gerade das Thema Hochzeit eine extrem spannende Möglichkeit, um über Pinterest Geld verdienen zu können. Also deswegen hier auch gleich eine Nische für dich, die sehr, sehr spannend und vor allem sehr lukrativ ist. Also, dann schauen wir uns mal an. Du hast hier verschiedenste Möglichkeiten, die du hier siehst. Ja? Wenn du hier zum Beispiel hier Hochzeitsdeko Traubogen mal eingibst oder sowas, ja, oder nur Traubogen, dann siehst du hier verschiedene Traubögen, die man hier sieht, erwerben kann, die auch immer. Klickt man es hier auf so einen Pin drauf, siehst du hier etwas, ja, beschrieben von diesem Traubogen. Ist natürlich noch nicht ausgereizt von der Beschreibung her und was man noch machen kann. So, das ist der erste Punkt. Wie erstelle ich mir nun so einen Pin und vor allem, was biete ich eigentlich auf diese Plattform an? Auch das schauen wir mal an. Erst einmal, was würdest du für eine Nische wählen wollen? Schreib mir sehr gerne im Kommentarfeld, welche Nische würde dich interessieren, weil vielleicht erstelle ich auch dazu dann ein Video extra, um mit Instagram, mit Pinterest, TikTok und sonstiges Geld zu verdienen. Schreib mir deswegen in den Kommentarfeld rein, welche Nische du gerne hättest, welches Thema und vielleicht sogar welche Plattform. Dann kann ich dir eben vielleicht auch dazu ein Video für dich extra erstellen. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie man so einen Pin erstellt. Dafür nutzen wir Canva. Canva ist das beste Tool überhaupt. Jeder einzelne Penny wert, wenn man das Ganze kauft. Man kann es aber auch kostenlos nutzen. So, wenn man jetzt hier draufklickt und sagt, hier zum Beispiel, sagt Pinterest, ja, Pinterest, dann siehst du hier verschiedene Pins oder auch hier Design erstellt und gibt hier Pinterest ein. Schon kriegst du sehr viele Vorschläge, was du machen kannst, welchen Pin. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, so einen Pin zu erstellen, beziehungsweise verschiedene Formate. Jetzt wählst du einen aus und dann kriegst du hier verschiedene Vorlagen, die du nutzen kannst.
super hier Gartenhochzeit Farbpalette. Das passt ja schon zu uns sehr gut und auch hier ist auch wieder Hochzeit. Das heißt also, wir müssen uns nicht mehr suchen, sondern Pinterest schlägt das schon vor, weil das eins der interessantesten Themen ist überhaupt. Dann klicken wir mal hier drauf und sagen, ja, wir nehmen das mal und starten damit. So, jetzt haben wir hier Gartenhochzeit Farbpalette. Gartenhochzeit Traubogen oder der perfekte Traubogen. Super. Ja, und schon haben wir hier unser Thema, sage ich mal, unseren Titel gewählt. Und hier kannst du deine Seite auch entsprechend hinzufügen, wenn du es möchtest. Du kannst aber auch es weglassen. Ja? Und auch hier nochmal Ideen für Deko und Bekleidung. Das kannst du auch nochmal hier für Deko. Wir schreiben einfach hier doch einfach Hochzeitsdeko. Und schon haben wir das auch integriert für Hochzeitsdeko. Jetzt müssen wir noch dieses Bild vielleicht nochmal austauschen. Und dann gehen wir einfach auf Fotos und geben hier Hochzeit ein. Und schauen, welche tollen Bilder wir hier bekommen. Und hier ist sogar schon wie ein Traubogen. Das ziehen wir jetzt einfach hier rein. Und schon hätten wir unser Pin eigentlich so gut wie fertig. Jetzt können wir es noch anpassen, wenn wir es gerne hätten. Ja, ein bisschen größer vielleicht machen. Wir haben noch ein bisschen Platz, dass es so schön ausschaut. Super. Jetzt haben wir es also schon fertig eigentlich. Ja, wir können natürlich noch hier es auch noch anders schreiben. Ganz klar, so dass es auch besser klingt. Ja, es ist nur zu Demonstrationszwecken. Sollte das erstmal passen. So, und dann würden wir jetzt hier auch nochmal reinschreiben. Hier Gartenhochzeit, der perfekte Traubogen. Einfach mal rein, um das maximal aus Pinterest rauszuholen. Wegen der Suchmaschinenoptimierung heißt auch da das Keyword reinbringen. Also hier immer ganz wichtig, dein Keyword reinbringen. So, dann ist natürlich dieser Pin jetzt erstmal fertig. Ja, aber der Pin alleine reicht uns hier noch nicht. Also brauchen wir noch mehr Sachen. Aber jetzt kannst du hier draufklicken und das Ganze auch einfach herunterladen als PNG oder als JPEG. Also ich würde das JPG empfehlen in der Regel für das Web. So, und falls dir das bis dahin schon mal gefallen hat, dann lass mir auf jeden Fall ein Like da. Schreib mir gerne einen Kommentar hinein, was für eine Nische, welche Plattform ich dafür ein Video machen kann und abonniere den Kanal. So, dann gehen wir mal zum Beispiel auf Digistore, ja, und schauen, was wir da haben. Warum Digistore? Weil wir uns hier eventuell auch gut inspirieren lassen können. Und wir würden hier jetzt einfach Hochzeit eingeben, weil wir Hochzeits-DJ-Schule zum Beispiel nutzen könnten. Hochzeitsreden, das kann auch sehr, sehr gut passen. Also können wir das zum Beispiel jetzt hier auf jetzt promoten klicken und dann diesen Link, den wir bekommen, auch zum Beispiel in Bitly einfügen. Und dann hätten wir so einen schönen Link, ja, wie ich zum Beispiel hier ein eBay-Gewinnspiel genommen habe. Ich kopiere das einfach mal für Demonstrationszwecke. So, jetzt könnten wir das also bei unserem Pin, den hier dann wählen werden, auch verwenden. Ja, du siehst auch hier zum Beispiel, wenn wir draufklicken würden, komme ich auf Elle-Lash. Also hier unten steht dann Elle, das kann ich draufklicken. Dann siehst du auch hier, dass wir auf Elle Traubogen-Hochzeitstrend entsprechend hinkommen. Ja, so. So, dann sind wir auch super. Ja? Das heißt, wir haben hier einen Artikel und ein paar Traubögen. Super. Das heißt also, wir können jetzt auch unseren Link entsprechend hineinpasten, wenn wir möchten. Jetzt geht es aber noch weiter. Wir sind noch nicht fertig. Wir können auch, um das vielleicht ein bisschen passender zu machen, können wir auf Amazon gehen. So, auf Amazon PartnerNet. Heißt, da musst du dich registrieren und kannst diesen Amazon Partner Site Stripe verwenden. Das zeige ich dir auch gleich. Wichtig ist, dass du hier auf jeden Fall schon mal einen Account hast bei Amazon PartnerNet. Ja, das ist einfach partnernet.amazon.de, kostenlos registrieren und dann kannst du dir diesen Size-Shop auch sehen. Dann gehen wir jetzt auch zu Amazon und sehen, hier habe ich eingegeben Amazon Hochzeitsdeko Garten erstmal, aber hier siehst du meinen Side-Stripe und hier ist mein Garten. Ja, wenn wir jetzt sehen, ah super, hier gibt es einen Hochzeitsbogen, können wir auch vielleicht nur danach suchen und sagen, hey, okay, Hochzeit Traubogen, ja, zack, und schon finden wir hier verschiedene Traubögen, aber siehst du, kommst du eben rein, was für Themen du angreifen kannst, welche Produkte du auch bewerben kannst. So, jetzt haben wir also hier verschiedene Möglichkeiten, die wir nutzen können, zum Beispiel Traubogen können wir nehmen für 60 Euro, vollkommen okay, kannst auch mehrere dann nehmen und ein Carousel zum Beispiel machen, das würde auch gehen. Oder du entscheidest dich einfach für einen, der relativ gut aussieht, ja, aber auch nicht zu teuer und vielleicht auch nicht zu günstig ist. Und so zum Beispiel würde ich es auf keinen Fall machen.
Ja, das ist schon vielleicht besser, wenn man sowas will, aber das ist so ein Traubogen. Das heißt also, wir nehmen vielleicht einfach mal so einen her und oder so einen, aber natürlich hochwertiger, so einen aber vielleicht der mit Deko, damit man auch vorstellen kann, okay, wie sieht's aus, sowas. Bitte auch hier auf die Bewertung achten, wie gut sie ist. Ja, ist unter 4, würde ich auf gar keinen Fall nehmen und mindestens 10, oder ja, auch 10 Bewertungen sollten es eigentlich in der Regel sein. So, jetzt haben wir also auch den Traubogen, jetzt haben wir das Partnerprogramm als mögliche. Was verdienst du überhaupt? Also bei Digistore hier wirst du sehen, hier bekommst du 54,15 Euro. Wenn du das hier instant verkaufst, bekommst du 50% von diesem Produkt. Ja? Und bei Amazon, da müssen wir schauen, wir haben hier Home, im Bereich Home, und wir haben hier Garten. Ja? Könnte also das sein, das heißt, wir haben hier 7% und später steigt es auf 8% Provision. Bedeutet also, dass wenn so ein Bogen hier für 140 Euro verkauft wird, wir davon 7% bekommen. Das bedeutet also, wenn wir jetzt die 140 Euro nehmen, 140 mal 0,07, wenn 9,80 Euro brutto, davon müssen wir natürlich noch die Steuer abziehen, ja, dann würde es natürlich ein bisschen weniger sein. Das heißt also, bei 9,80 Euro, dann nehmen wir einfach mal hier das Ganze mal 0,8, einfach so, dann mal 7,84, also knapp 8 Euro, die wir bekommen würden, was eigentlich ganz okay ist. Stell dir vor, das kaufen es hier 10 Leute oder nur 5 Leute am Tag, sind es 40 Euro, die du bekommst. Und wenn es halt dann 10 Leute sind, sind es sogar deutlich mehr. Ja, also es müssten also, um auf diese 50 Euro, müssten also 7 Leute kommen. Dann haben wir 56 Euro am Tag. Das geht natürlich auf jeden Fall mit Pinterest. Wenn du vor allem, wenn du mehrere Produkte da hast, mehrere Postings, dann geht das. So, jetzt haben wir also unser Pin und wir haben jetzt hier auch unser Pinterest. Das gehen wir also hierher und sagen, okay, super, wir wollen uns erstellen und sagen, wir erstellen einen Pin. Also klicken wir es hierher und schreiben hier auch etwas rein. Zum Beispiel sagen wir hier der perfekte Traubogen für deine Traumhochzeit oder sowas, ja, oder deine Hochzeit im Garten. So, jetzt haben wir also das hier und können es hier noch auch entsprechend unseren Text hinschreiben und hier unseren Link hinzufügen. Und hier fügen wir dann unser Bild hinzu. Dann können wir es auch veröffentlichen und fertig ist. Jetzt, wie schreibe ich so einen Text? Zum Beispiel können wir ChatGPT hier nehmen. Und siehst du hier, wie ich den herangeführt habe. Das ist wichtig, was du eingibst. Jetzt habe ich zum Beispiel reingeschrieben, erstelle mir einen kurzen Text für Pinterest zum Thema Traubogen für freie Trauung mit CTA und klick auf den Link für schöne Traubögen inklusive 5 Keywords. Schreibe aus Sicht eines Affiliate-Marketers, ohne es zu erwähnen. Zack, schon habe ich was bekommen. Ich nehme das Ganze, kopiere das hinein und schon habe ich eigentlich fertig, weil hier sind alles, schon auch die Emoticons und alles Mögliche. Das bedeutet also, dann habe ich ja schon fertig. Ich kann es nicht sofort veröffentlichen, ich kann es auch später veröffentlichen. Ja? Und so wirst du dann mit Affiliate-Marketing und Pinterest online Geld verdienen. Ja, du siehst auch unter dem Video auch noch einen wichtigen Link, wie du noch besser über das Thema Affiliate Marketing erfährst, wo du einfach noch mehr Informationen bekommst, kannst du dir auch sehr gerne holen. Dort findest du auch viel, viel mehr über Pinterest heraus und kannst Pinterest verwenden für mehr Traffic, für mehr Umsatz und. Ja, also da geht auch noch einiges mit Pinterest. Also viel Spaß hier beim Umsetzen und viel Geld verdienen.